Und dank des großartigen Verhandlungsgeschickes des Ferdinand des Gütigen, der ausgezogen ist nach Brüssel und zurückgekommen ist als Gütinand der Fertige, dank dieses Verhandlungsgeschicks zahlen wir jetzt noch mehr EU-Mitgliedsbeiträge und der sogenannte Rabatt hat sich gesenkt, sehr geehrte Damen und Herren. Zu dem Thema, Herr Kollege Czapp, hätte ich mir schon erwartet, dass Sie in Ihrer mutvollen Rolle als Abgeordneter, der immerhin 60 Jahre durch dieses Haus gespenst hat, dass Sie sich hier herausstellen und doch vielleicht auch in der Tradition, wie Sie 2005 gemeint haben, die Wahrheit zu sprechen, auch hier das große Wort ergriffen hätten und diese Bundesregierung gescholten hätten für dieses Verhandlungsergebnis, das den Österreicherinnen und Österreichern tatsächlich in die Tasche greift, uns nichts bringt, aber den EU-Banken und den EU-Institutionen weiterhin die fette Misswirtschaft die nächsten Jahre und Jahrzehnten sichert, sehr geehrter Herr Czapp. Und daher kritisieren wir diesen Finanzrahmen und lehnen diesen Finanzrahmen auch ab, weil er zum Nachteil Österreichs verhandelt worden ist. Der Rabatt alt, 187 Millionen Euro, der Rabatt neu, nur mehr 115 Millionen Euro im Jahr. Der Nettobeitrag 2011, 805 Millionen Euro. Der Nettobeitrag dank des Herrn Bundeskanzlers und seines untätigen Vizekanzlers, der lieber beim Opernball war, anstatt dem Bundeskanzler den Rücken zu stärken. Dank dieses Vizekanzlers und des Bundeskanzlers haben wir jetzt einen Nettobeitrag von 1,039 Milliarden Euro. Kollege Czapp, sehr geehrte Damen und Herren von der Bundesregierung, bei Aussparung des sehr geehrten, Sie sind auf ganzer Linie gescheitert. Und das zum Nachteil dieser Republik, zum Nachteil der Menschen in Österreich. Und daher lehnen wir auch diesen Finanzrahmen ab und bringen bei dieser Gelegenheit einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Bucher und Gerald Groth betreffend nationale Schuldenverhandlungen zum EU-Finanzrahmen 2014 bis 2020. Der Nationalrat wollte beschließen. Der Nationalrat lehnt den Vorschlag betreffend einen mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 in seiner derzeitigen Fassung ab und ersucht die österreichische Bundesregierung, die ablehnende Haltung der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments zu unterstützen und sich auf Ratsebene für eine positive Änderung des Vorschlags im Interesse Österreichs einzusetzen. Und um zu dokumentieren, wie dieser Bundeskanzler unter Mithilfe des champagnisierenden Opernballbesuchers Schwindelegger gescheitert ist, denn das gehört ja immer dazu gesagt. Die österreichische Volkspartei, die sich jetzt herausstellt und den Bundeskanzler kritisiert, aber in dieser Nacht der Entscheidung es nicht der Mühe wert gefunden hat, in Brüssel bei den Verhandlungen die österreichische Position mit Rückgrat zu stärken, sondern lieber ordenbehangen wie die Christbäume im Opernball aufzutreten. Diese österreichische Volkspartei hat bei diesem Thema auch abgesagt. Aber um dieses Verhandlungsungeschick des österreichischen Bundeskanzlers zu dokumentieren und die Bundesregierung, bringe ich ja die Zahlen, die die EU-Kommission bei den Rabatten der einzelnen Länder vorgeschlagen hat. Für Deutschland war ja der Rabatt vorgeschlagen, dass er auf 2,5 Milliarden gekürzt wird. Geworden sind es dank des Verhandlungsgeschickes der dortigen Bundeskanzlerin Merkel 2,936 Milliarden Euro. Bei den Niederlanden wollte die Kommission auf 1,050 Milliarden Euro senken und geworden sind es 1,502 Milliarden Euro, sehr geehrte Damen und Herren. Bei Schweden wäre der Vorschlag gewesen, den Rabatt zu kürzen auf 350 Millionen Euro und Schweden konnte sich durchsetzen auf 663 Millionen Euro. Einzig das brave, kleine, liebe Österreich. Artig und schön saß es da und ließ sich über den Tisch ziehen. Und herausgekommen ist ein Nachteil zum Schaden der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Rabatte sind gesenkt und der EU-Mitgliedsbeitrag ist gestiegen. Sehr geehrte Damen und Herren, was sich die Österreicherinnen und Österreicher von einer Bundesregierung im aufrechten Gang gegenüber Europa wünschen, ist keine Europafeindseligkeit, sondern eine klare, aufrechte Haltung im Interesse Österreichs. Das, was wir von Ihnen in Brüssel uns erwarten, das ist, dass Sie den aufrechten Gang dort wagen und nicht unter dem Türstock dahergekrochen kommen, sondern dort die Interessen Österreichs vertreten in erster Linie. Europa ist immer nur so stark wie die Mitgliedstaaten und Europa ist genauso stark wie die einzelnen Regierungschefs und die Minister bei den informellen Ministerräten. Dass Europa heute so schwach ist, liegt daran, dass wir schwache nationale Regierungen haben. Und die Schwäche der österreichischen nationalen Regierung sehen Sie personifiziert auf dieser Regierungsbank oben sitzen. Ja, wir brauchen uns doch nicht wundern, dass Europa nicht funktioniert, wenn Europa durch solche Regierungsmitglieder von Rot und Schwarz vertreten wird. Und daher sind wir der Meinung, dass dieser Bundesregierung im Bausch und Bogen der Misstrauensantrag ausgesprochen wird, das Misstrauen ausgesprochen wird, denn diese Bundesregierung hat nachweislich zum Schaden Österreichs verhandelt. Daher bringe ich den Misstrauensantrag der Abgeordneten Bucher, Kolleginnen und Kollegen ein. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesregierung gemäß Artikel 24
71 BVG durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrates das Vertrauen versagt. Und wenn ich von der Regierungsbank höre, schreien Sie denn nicht so, schreien Sie denn nicht so. Gehen Sie doch einmal zu den Menschen, dann werden Sie hören, wie die Menschen mit 1500 Dezibel Ihnen ins Gesicht sagen werden, was Sie von Ihrer Politik halten. Reden Sie doch mit den Österreicherinnen und Österreichern noch einmal vernünftig, dann werden Sie spüren, dass die Österreicher mit Ihnen Tacheles reden werden. Tacheles bei einer hoffentlich vorgezogenen Neuwahl, Tacheles spätestens im Herbst bei der Nationalratswahl, wo diese österreichische Bundesregierung nicht zuletzt durch diesen unnötigen und unsachlichen, unqualifiziert, unwirtschaftlichen Kniefall vor der Europäischen Union abgestraft wird. Und genau so eine Rede, Kollege Czapp, hätte ich mir heute von Ihnen erwartet. Genau solche Worte. Ist denn nicht Ihr Protokoll aus dem Jahr 2005 Beweis genug, dass Sie es können? Warum haben Sie nicht in dieser Tradition heute versucht, die Wahrheit auf den Punkt zu bringen? Warum haben Sie nicht in dieser kritischen Tradition des Jahres 2005 zumindest im Ansatz die Regierung für das kritisiert, für das Sie die damalige Regierung 2005 aus Ihrer subjektiven Sicht zu Recht kritisiert haben? Haben Sie damals geheuchelt oder haben Sie heute geheuchelt? Obwohl ich weiß, dass Heuchelei von einem Ordnungsruf umfasst wird. Versuche ich es abzuformulieren. Haben Sie damals die Unwahrheit gesagt oder heute die Unwahrheit gesagt? Sehr geehrte Damen und Herren, ich vermute, beides ist der Fall. Die Zahlen sprechen für sich. Diese österreichische Bundesregierung, wie sie sich heute darstellt, ist ja um Lichtjahre schlechter als die Regierungen der Vergangenheit. Nach dem Rechnungshofsprecher des BZÖ kommt nun die